zum Mobility Block 2. Und zwar wollen wir uns heute gemeinsam ein bisschen die Hüften öffnen, den Brustkorb öffnen und am Ende noch den Rücken ein wenig entspannen und ganzheitlich ein bisschen locker zu kriegen. Starten wollen wir mit Übung Nummer 1. Wir sitzen dazu auf der Erde. Ein Bein geht im rechten Winkel nach vorn, das andere Bein im rechten Winkel nach außen weg. Wir sitzen hier aufrecht, spannen unser Bauch schön an, lassen die Brust aufrecht und versuchen uns hier schön in die Seite zu dehnen. Die Spannung solltet ihr hier in der Hüfte merken. Ihr könnt euch gerne mit einem Arm so ein bisschen abstützen, wenn nötig auch unterstützend die Knie leicht zum Boden drücken, um die Dehnung zu erhöhen. Das Ganze halten wir eine Minute auf der linken Seite. Danach wechseln wir das andere Bein nach vorne und nochmal eine Minute auf der rechten Seite. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir auf die Knie. Wir sitzen auf unseren Füßen, krabbeln weit nach vorne, heben unseren Po leicht ab, kommen hier nach vorne in die Dehnung, bilden eine Gerade mit unseren Armen und dem Rücken und legen uns anschließend unsere Hände in den Nacken, atmen hier schön tief in den Bauch, versuchen uns zu entspannen und den Kopf möglichst weit zum Boden zu kommen und halten diese Position für 2 Minuten. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir in unsere Squat-Position, können uns hier ganz entspannt fallen lassen, greifen mit einem Arm so ein bisschen zur Stabilität unseren Fuß. Den anderen Arm nehmen wir lang über den Kopf. Der Blick richtet sich zur Hand, die nach oben geht. Wir strecken unseren ganzen Körper nach oben auf, halten hier für 3-4 Sekunden, kommen danach wieder nach unten, wechseln die Seiten, halten auch hier wieder kurz und wiederholen das für 15 Wiederholungen pro Seite. Kommen wir zur letzten Übung, um auch den Rücken noch so ein bisschen zu entspannen und aufzudehnen. Wir nehmen unsere Füße vorne vor den Körper, stellen unsere Fußflächen nach innen zusammen, greifen mit unseren Händen unter den Beinen vorne unsere Füße, legen unseren Kopf so weit wir können nach vorne ab und versuchen uns zu entspannen, mit jedem Atemzug ein wenig mehr fallen zu lassen und halten das Ganze für 2 Minuten. Wenn ihr das geschafft habt, ist es das auch schon gewesen für unseren Mobility Block 2. Viel Spaß damit!